Moin, liebe Freunde von Konoha und herzlich willkommen zurück zum vielleicht letzten Part. Nicht nur dieser Aufnahmesession, sondern dieses gesamten Let's Plays von Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5. Wir haben gestern zum Zeitpunkt der Ausstrahlung den letzten Auftrag erledigt und Tsunade hat eine unterstützende Rolle. Also wir haben Tsunade geholt. Jiraiya, Temari und Kankuro übrigens ebenfalls alle als Deckung. Leider, leider. Schade, schade. Ich hätte gedacht, das wären offensive Kämpfer, aber nein, sie halten sich lieber im Hintergrund auf. Ist okay, kann ich mitleben, irgendwie. Aber gut, wir werden jetzt... Oh, Maximum. Alles klar. Also habe ich die restlichen Punkte völlig umsonst gesammelt. Alles klar. Naruto ist auf Maximum. Gut, das heißt, ich kann mir sämtliche Verbesserungs-Items wahrscheinlich schenken. Wenn ich eh alles auf Maximum habe. Guck mal. Ah, doch. Doch, geht noch ein bisschen drüber. Okay, alles klar. So, Sakura. Dann können wir euch ja tatsächlich alle auf Maximum bringen. Ist ja geil. Max, Max, Max und Max. Sehr schön. Also 50 ist hier tatsächlich die Summe, wo vorbei ist, wo Feierabend ist. Noch irgendwas für alles für Sakura? Also wir haben damit quasi volle Stirnband. Ja, dann kriegt das Sakura. Kriegt sie nochmal volle Stärke dazu. Nicht ganz so viel wie wir, aber immerhin. So, Neji hat noch auf alles 10 Punkte. Mal sehen, ob das mit seinen Punkten hinkommt. Ich hoffe es ja mal. Könnte knapp werden. Nö, das passt. Passt. Jo, das passt. Wunderbar. Sehr gut. Sehr gut. Auch Neji wird nochmal einen bestimmten Gegenstand bekommen. Irgendwas stärkt. Von ihm. Möglichst viel. Wenn es ein geringer Wert ist, dann ist es halt so. Aber Hauptsache, er steigert noch ordentlich was. Ja, ich sehe schon. Dann kriegt er das hier. So eine NWZZ. Ja, gut. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, gehen wir es an. Stärke überall auf... Oh, war ja. Wir speichern nochmal. Jetzt endlich, meine Damen und Herren, ich muss extra jetzt mal nachgucken, damit ich nichts Falsches sage. Im 82. Part. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Im 82. Part machen wir jetzt das Sparring. Und dann sind wir durch. Mit 100% quasi, obwohl es hier keine 100% gibt. Aber dann haben wir alles geschafft, was wir schaffen wollten. Ich werde danach vielleicht nochmal einen kleinen Blick auf den Markt werfen. Vielleicht gibt es da noch was Schönes, was ich irgendwie verpasst habe. Kann ja sein. Weiß ich nicht. Und dann ist Feierabend, Freunde. Dann sind wir durch. Mit allem. Wir sind bereit. Ja. お前の成長っぷりしっかり見せてくれ 100 Leute besiegen, 100 Gegner erscheinen, einer nach dem anderen. Du musst versuchen, alle 100 nacheinander zu besiegen, indem du Kombos, Items und oder andere Mittel einsetzt. 100 Leute. Deswegen heißt es ja auch 100 Sparring und nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Also wir fangen mit ganz schwachen Leuten an, ich sehe schon. Die wir mit zwei Schlägen wegklatschen anscheinend. Besiegt. Die spawnen immer an derselben Stelle. Ich glaube, so ein ähnliches System hat Shiro dann auch. Das ist auch immer so, wenn man irgendwie eine... Ich weiß, die meisten von euch kennen das Spiel wahrscheinlich gar nicht. Das ist ein Sokobo-Spiel, das noch in der Entwicklung ist. In Deutschland wahrscheinlich schon längst auf dem Index gelandet ist. Ich meine sogar, das ist auf dem Index gelandet. Und das hat ein ähnliches System. Also wenn du da irgendwie Gegner bekämpfst, spawnen jederzeit neue nach, wenn das von der Arena positiv ist. Ja, Zuckerbrot, man kann sich denken, weil ich denke mal, ihr wisst alle, was das Zuckerbrot ist.
Falls die Leute dabei sind, die noch nicht volljährig sind, ich werde nicht sagen, was ein Schokobus ist. Nee. Ich muss ja dann schon von selber heraus. So die Hälfte auf. Alter, die Hälfte haben wir. Das ist ja hier, das kannst du echt wieder schießen. Das ist ja Wahnsinn. Alter, guck euch die Kombos an! Alter! 260 Treffer, hallo? Alter! Oh, habe ich ein bisschen übertrieben? Komm, wir machen noch die 300 voll. Hier, spart die Atemmäßig. Jawohl, geil. Alter, Niji übertreibt total. Wo man merkt, er ist schon stärker. Leute, was ist denn los hier? Alter, das sind die Treffer. Das ist ganz anders, die explodiert jetzt mal. Ich würde mal sagen, es war die richtige Entscheidung, Niji mitzunehmen. Alter, die Anzeige platzt doch gleich. Okay, jetzt nicht mehr. Alter, wie viele Treffer war das? 582? Boah. Du Scheiße. Das kann keiner übertreffen. Sagte er und dann kam ein Pro mit 1000 Treffern um die Ecke. Das ganze Duell. Boah. Soll ich mal euch mal was verraten? Wir haben noch nicht einen Punkt Chakra verfolgt. Noch nicht einen. Kommt bestimmt gleich noch. Der Boss wird bestimmt umso härter. Sagt er und er kam. Das sieht ein Boss aus. Der Boss kommt noch. Das war's! Was? Das war's! Das war ja einfach. Alter, 582 Treffer! Ach du Scheiße! Boah. Boah. Alter, was? Das Rasengan-Buch. Du hast Rasengan-Buch gelesen, ein neues Jutsu gelernt, Rasengan. Das ist eigentlich Nee, danke. Das dürfte genau derselbe Brei nochmal von vorne sein. Freunde, wir haben's. Das ging schneller als erwartet, ehrlich gesagt. So Zwischending, so, ja, machen wir mal so. Alter, 582 Treffer, ernsthaft. Alter. Uff. Aber soll das echt heißen, wir haben jetzt alle Jutsus? Kann man das irgendwo nachprüfen? Da wahrscheinlich nicht. Hier. Verwendbare Ninjutsu. Flammendes Schwert, Wasserdrachenbombe. Heilmedizin, Heilmedizin. Ich glaube, wir haben alles. An Ninjutsus. Ja, Freunde, ich bin jetzt gerade doch ein bisschen geschockt, muss ich zugeben. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass wir so schnell damit fertig sind. Aber ich meine, gut, wir sind 20 Punkte über Normalpferd. Also ich meine, ja, jetzt können wir auch raus. Ich glaube, der Meistermodus ist jetzt wirklich durch. Einmal komplett durchgenudelt. Komplett von vorne bis hinten. So, ich wollte jetzt noch mal gucken wegen, genau. Es kann nämlich sein, da wir ja noch ein paar Charaktere freigeschaltet haben, dass da vielleicht noch ein paar Sachen dazugekommen sind. Den gucke ich nämlich gerade noch mal. Nee. Kommt die nicht? Nee. Keiner ist hervorgehoben. Und wenn die nämlich hervorgehoben gewesen, also sind wir hier auch schon fertig. Schade, ich hätte gedacht, hier würde noch was nachkommen. Aber
Nö. Hier ist nichts mehr. Alles klar. Dann haben wir das auch. Ja, dann sind wir durch, würde ich sagen. Mit Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5. Das kam jetzt doch ein bisschen überraschend. Aber es ist so. Man kann sich hier die ganzen Charaktere angucken. Aber die ganzen geheimen Charaktere sind alle nicht dabei. Naja gut, soll nicht mein Problem sein. Freunde, wir haben's. Freunde der Sonne, ich kann jetzt leider keine Credits mehr anzeigen. Ich weiß zumindest nicht wie. Bisschen schade jetzt. Die Credits hätte ich jetzt doch ganz gerne zur Verfügung gehabt, aber naja, gut, so ist es jetzt eben halt. Ja, also mein Abschlussresümee... Tja, was soll ich eigentlich sagen? Also, was soll ich sagen? Mir fällt da nicht viel zu ein. Außer, dass es ein gutes Spiel ist. Ich finde es so ein bisschen schade, dass die Story so schnell durch war. Nach, ich glaube, 30 Parts oder so waren wir fertig. Nein, nicht freier Kampf. Ich wollte eigentlich den Meistermodus nochmal anmachen. Geiler Vorschlag. Wir kämpfen mit Naruto gegen Naruto. Geil. Nein, wir gehen nochmal in den Meistermodus. Ja, also die Musik ist sehr schön, sehr stilvoll. Gerade die Akatsuki-Musik finde ich wahnsinnig cool. Eine meiner großen Favoriten. Die Akatsuki-Musik, also die vom Versteck. Wie auch die so. Ja. Wie gesagt, ich weiß nicht, was ich großartig noch sagen soll. Ich finde das auch sehr cool mit den vielen Charakteren. Ich hätte es nur cool gefunden, tatsächlich, wenn man die Charaktere unterschiedlich hätte verteilen können. Also wenn man zum Beispiel gesagt hätte, ja, nee, ich will lieber mit Temari rumrennen, statt mit, was weiß ich, mit Neji oder sowas oder wie auch immer, dass man die immer mal so ein bisschen hin und her switchen kann. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen Spielkram. Ja. Ansonsten kann ich mich eigentlich gar nicht so wirklich beschweren. Das Kampfsystem ist in Ordnung. Okay, das mit den Banditen vielleicht am Anfang ein bisschen langsam. Das kann aber auch daran liegen, weil der Charakter einfach so langsam war. Kann sein. Also jetzt gerade eben, das Sparring ging mir ja wirklich ein bisschen sehr schnell vorbei. Die Idee mit dem schwarzen Kapitel und dem weißen Kapitel mit der Kammer der Dunkelheit fand ich ziemlich cool. Okay, am Anfang auch ziemlich verwirrend, weil du wusstest halt nicht, ja, wie, ich komme nicht rein, was ist da los? Aber am Ende doch ziemlich cool, muss ich sagen. Der letzte Kampf, was Suna Gakura angeht, ich finde das sehr ironisch, weil wir haben am Anfang angefangen, damit Suna zu helfen. Also der Kreis hat sich quasi geschlossen. Wir haben so aufgehört, wie es angefangen hat. Suna Gakura hat Hilfe gebraucht, von Konoha hat die Hilfe bekommen, wir haben es geschafft. Fall erledigt und, ja. Also insgesamt ein wahnsinnig cooles Spiel. Ich finde es nur, wie gesagt, erstaunlich, dass das vergleichsweise wirklich so lange gedauert hat, das wirklich alles vollständig zu kriegen. Aber nun gut. Wir haben dafür alles. Ich finde es aber wesentlich besser tatsächlich, dass man extra noch den Hinweis gekriegt hat, ja, du hast jetzt alle Spezialmissionen und Aufträge erledigt. Das fand ich zum Beispiel sehr gut, dass das Spiel dir extra sagt, so, du hast jetzt alles geschafft, was du schaffen wolltest. Das war wiederum sehr gut. Und, ja. Also man hätte eigentlich noch ein bisschen was aus dem Spiel rausholen können, rein theoretisch. Wenn man noch ein bisschen gewartet hätte mit Shippuden. Aber, okay, hat man jetzt gemacht. Und, ja, mit diesem Let's Play haben wir gleichzeitig noch zwei andere Dinge erledigt. Und zwar, ich kann euch mal nebenbei nochmal das Team zeigen. Achso, ich sollte die erstmal... So, also unser Team hier hat sich nach wie vor nicht verändert, aber hier die Verstärkung. Kankuro, Jiraiya, Tsunade, Shizune war schon vorher da, genauso wie Azuma Kurenai, Temari, Yamato war auch schon vorher dabei. Ne? Und das war es dann halt auch schon. Also die paar Leutchen noch und das war es dann halt. Ja. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, wir haben mit diesem Projekt tatsächlich jetzt zwei Sachen beendet. Nicht nur das Let's Stack 17 ist jetzt durch. Also das heißt, ich werde jetzt wahrscheinlich
zum Zeitpunkt der Aufnahme wahrscheinlich direkt morgen das neue Let's Schnacken aufnehmen. Ich werde es vielleicht auch schon hochladen, das weiß ich noch nicht. Aber ich denke mal schon, weil dann kann ich nämlich endlich mein Großprojekt vorbereiten. Ja, das heißt, meine Steam-Stunden werden wahrscheinlich jetzt wieder dezent explodieren. Aber mein Gott, ist halt so. Muss ich mit leben, dann ist es eben so. Aber gut. Wo haben wir hier die 5 Köpfe? Ich will einmal hier die Hokage-Köpfe haben. Mit Select kann man tatsächlich hier. Das wusste ich auch nicht. Seht ihr, man lernt noch Sachen, wenn es schon längst vorbei ist. Super. Ich habe jetzt gerade erst gelernt, wie man die Karte wegmacht. Nein, ich wollte die Shuriken-Ansicht haben. Danke. Mit dem Blick auf die 5 Köpfe der Hokage. Hashirama Senju, Tobirama Senju, Hiruzen Sarutobi, Minato Namikaze und Tsunade. Ja, endet nicht nur dieses Let's Schnacken, sondern auch die Ultimate Ninja-Reihe. Nicht zu verwechseln mit der Ultimate Ninja Storm-Reihe. Die werde ich noch angehen irgendwann. Genauso auch wie die Naruto Uzumaki Chronicles-Reihe. Die habe ich nämlich auch noch hier. 2 Teile. Aber ich sage euch, wie es ist. Ich habe jetzt erstmal genug von Naruto. Dafür werden andere coole Projekte euch erwarten. Wie gesagt, ich habe schon eine Idee, was kommen wird. Viele neue, was heißt neue, aber brandfrische Projekte im Bereich Strategie, aber auch in anderen Bereichen außerhalb von Strategie. Ein neues Großprojekt und noch was ganz anderes. Aber das werdet ihr dann alles hören im nächsten Let's Schnacken. Und ich würde sagen, liebe Freunde von Konoha, Suna, Otto, Iva, Kumo und wie sie alle heißen, Ame, Gakure, also sie haben ja alle Gakure am Ende, Kiri Gakure natürlich, nicht zu vergessen. Ich bedanke mich bei euch allen, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, euch hat dieses Projekt gefallen, dieses Video vor allen Dingen auch gefallen. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns dann entweder im nächsten Let's Schnacken und damit dann auch in den nachfolgenden Projekten oder aber alle spätestens im nächsten Naruto-Projekt. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wann ihr es gucken werdet. Und sage nun einfach, euer Lars sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir und Konoha gewogen. Und vor allen Dingen, Freunde, mit Blick auf das Dorf. Moment, noch eine andere Perspektive. So, mit Blick auf das Dorf Konohagakure, das Dorf, das versteckt unter den Blättern liegt. Verabschiede ich mich von euch und sage nun einfach, bleibt gesund, bleibt trocken vor allem. Passt auf euch auf. Wir sehen uns, wie gesagt, aber bleibt trocken kann man eigentlich auch sagen im Oktober. Da dürfte es langsam ein bisschen nasser werden wieder. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns. Tschüss.